Dritter Advent. Wir halten nach wie vor Ausschau nach dem Licht, das in die Welt kommen soll. Nach Erlösung. Wir sehnen uns nach dem Tag, an dem diese mühevolle, dunkle Zeit nicht mehr ist. Lasst uns beten. Gott, mach mit deiner Gegenwart unsere Vergangenheit hell. Lass uns lernen, wofür wir dankbar sein können. Lass uns sehen, wo du uns begleitet hast, auch in dunklen Zeiten. Gott, mach unsere Gegenwart hell. Lass uns liebevoll miteinander leben. Gott, mach unsere Zukunft hell. Zeige uns, worauf es sich lohnt zu hoffen. Wir warten und wachen und beten. Du bist ja lange schon da. Mach uns bereit dafür, dir zu begegnen. Amen. Amen. Wir begrüßen Sie und euch ganz herzlich an diesem dritten Advent hier in der Kirche in Grünhain. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können in dieser Weise, egal wo Sie sich gerade befinden. In diesem Gottesdienst wird es um Licht und Dunkelheit gehen, um das, was uns das Leben gerade schwer macht und das, was uns das Leben gerade hell macht. Beides darf seinen Ort heute finden. Und wenn Sie mögen, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, sich vorzubereiten auf diesen Gottesdienst, indem Sie vielleicht einen Stein oder etwas Hartes und Schweres mal zur Seite sich nehmen oder holen und eine Kerze, wenn Sie die nicht vielleicht schon vor sich stehen haben und angezündet haben. Also einen Stein oder etwas Hartes und eine Kerze. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir beten mit Worten aus Psalm 85. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk
und all ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Amen. Wir hören den Lobgesang des Zacharias und er steht bei Lukas im ersten Kapitel. Erfüllt vom Geist Gottes sprach der Vater des Kindes prophetische Worte. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist uns Hilfe gekommen und hat sein Volk befreit. Einen starken Retter hat er uns gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hat er schon seit langem durch seinen heiligen Propheten angekündigt. Er wollte uns retten von unseren Feinden, aus der Gewalt all derer, die uns hassen. Er wollte unseren Vorfahren Erbarmen erweisen und die Zusagen seines heiligen Bundes nicht vergessen, den er mit ihnen geschlossen hatte. Schon unserem Ahnvater Abraham hat er mit einem Eid versprochen, uns aus der Macht der Feinde zu befreien, damit wir keine Furcht mehr haben müssen und unser Leben lang ihm dienen können. Als Menschen, die ganz ihrem Gott gehören und tun, was er von ihnen verlangt. Und du, mein Kind, ein Prophet des Höchsten wirst du sein. Du wirst dem Herrn vorausgehen, um den Weg für ihn zu bahnen. Du wirst dem Volk des Herrn verkünden, dass nun die versprochene Rettung kommt, weil Gott ihnen ihre Schuld vergeben will. Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt. Dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finsteren Land des Todes leben. Es wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Worte der Heiligen Schrift. Thank you.
Stellen Sie sich vor, es ist ganz dunkel, rings um Sie herum. Vielleicht ist es Nacht oder jemand hat das Licht ausgemacht oder es ist der Strom ausgefallen und wir sitzen in den dunklen Räumen und Wohnungen. Was ist dann? Wie fühlt sich das an, diese Dunkelheit um mich herum? Ich habe Angst und ich bin verunsichert. Vielleicht habe ich Sorge, wann es wieder hell wird und was in der Dunkelheit mir passieren kann. Es gibt auch etwas, eine Dunkelheit in uns. Da ist plötzlich nichts mehr, was uns wärmt, was uns hell macht, innerlich. Auch damit sind Gefühle verbunden, Erinnerungen, jetzt gerade in dieser Weihnachtszeit, Erinnerungen an früheres Glück, an das, was wir gerne hätten und es ist eben jetzt gerade nicht so. Auch da sind Angst und Zweifel ganz nah. In der Dunkelheit zu sitzen, das bedeutet auch, dass das Licht irgendwie fehlt. Und manchmal reicht es eben nicht, ein bisschen Schwibbogen und Stern anzuzünden. Das macht zwar die Fenster hell, aber trotzdem bleibt es in mir dunkel. Was fehlt mir eigentlich? Worauf sehne ich mich, wenn die Dunkelheit da ist? Ich sehne mich nach Licht. Und wenn das Licht ganz intensiv ist, so wie jetzt gerade, Johannes, leuchte mir mal nicht so ins Gesicht, dann fühlt sich das ganz unangenehm an. Du wolltest doch viel Licht haben, Tobias. Ja, wenn es dunkel ist, dann freut man sich über jedes Licht, aber wenn das zu viel ist und es einen blendet, dann tut es fast weh. Na, aber wenn wir über das Licht Gottes hier dann reden werden, gehe ich mal von aus, in einem Gottesdienst ist das nicht das hellste Licht überhaupt, wird das nicht ein krasses Blenden für uns werden? Ja, ich glaube, das fühlt sich wirklich so an. Wenn Gottes Licht kommt auf uns zu, dann stellt man sich das manchmal vor, wie im Krippenspiel der Engelschar und alle Lichter leuchten. Manchmal denke ich dann aber, das ist so viel Glanz und so viel Herrlichkeit, denk an die Hirten, das kann ein menschliches Auge gar nicht alleine fassen. Das ist zu viel, das ist zu intensiv. Und die Hirten, die haben sich gefürchtet davor. Ich glaube, dass in dem Moment, wo uns die Helligkeit überstrahlt, dass wir dann gar nicht mehr wissen, wohin damit, dass uns das auch ablenkt und irritiert. Ich kenne das aus dem Alltag auch manchmal. Da lenke ich mich mit viel Glanz und Gloria, mit viel flimmernden Bildern, ob das über Smartphone ist oder über den Fernseher oder das Tablet. Ich kann mich mit hellem Licht ablenken. Ablenken von dem, was vielleicht gerade fehlt, weil ich die Dunkelheit eben nicht aushalte. Und was machen wir dann in dem Moment, wo wir mit viel Helligkeit alles überstrahlen? Wir blenden nicht nur unsere Dunkelheit oder das, was uns gerade betrifft, aus. Wir blenden auch das aus, was um uns herum passiert. Denn wenn wir selbst mit dem, was in uns ist oder mit unseren Wahrheiten so über uns selbst hinaus strahlen und andere blenden, dann sehen die nicht mehr, was wir sehen. Und wir sehen sie nicht mehr. Denn wenn uns richtig was blendet mit so einer großen Taschenlampe, dann sehe ich plötzlich nicht mehr, was links und rechts ist. Ich bekomme so blinde Flecken auf meinem inneren Auge und ich kann bestimmte andere Menschen, andere Lichter nicht mehr leuchten sehen, die um mich rum sind. Andere Menschen oder anderes, was Freude macht. Das ist ja vielleicht oft das Problem, dass wir selber so überzeugt sind, eigentlich schon im Licht zu stehen, dass wir überzeugt sind, dass der Spot auf uns gerichtet ist. Aber wenn das jeder von sich selber denkt, wie hat man dann noch Blick füreinander? Und deswegen lade ich uns ein, dass wir nochmal ein anderes Licht in Betracht ziehen. Ein Licht, das die Dunkelheit anders hell macht.
Es ist das Licht einer Kerze. Ein kleines Licht. Und trotzdem kann es einen Raum, der dunkel ist, hell machen. Ich glaube, ungefähr so muss es dem Zacharias gegangen sein, der vor Freude über sein Kind Johannes, und damit bist nicht du gemeint, sondern tatsächlich Johannes der Täufer, der sich so sehr darüber gefreut hat, über dieses kleine neue Leben, dass er die Dunkelheit, die um ihn war, auch die Sorgen, die er sich gemacht hat, vielleicht sogar Angst vor dem Tod, er war schon sehr alt, dass das auf einmal in einem anderen Licht flackerte. Das Licht aus der Höhe, der Glanz des Ewigen, er wird zu Weihnachten und in der Adventszeit ganz klein und kommt auf uns zu, unscheinbar vielleicht. Aber die Frage ist, kann er nicht auch unser Leben hell machen in einer ganz anderen Weise? Können nicht auch wir so leuchten in uns wie diese Kerze? So wie Zacharias, der da sein Kind sah und der auf das wartete, was kommt. Er war vom Geist erfüllt und hat gehofft, dass da jemand kommen wird. Einer, der sein Leben hell macht. Und in diesem Hoffen allein hat er die Kraft und die Freude gefunden, die er in diesem Moment brauchte. Nicht mehr im Schatten des Todes zu sitzen, sondern dem Licht entgegenzuschauen. Man sieht es jetzt nicht so ganz, aber stellt euch vor, diese Laterne leuchtet in einem dunklen Raum. Da entstehen interessante Schatten an den Wänden. Und ich glaube, das ist das, was Weihnachten uns auch zeigen kann. Zum Licht gehört Schatten mit dazu. Ohne Licht gibt es keine Schatten. Und das Licht, es bringt Schatten mit sich. Moment, machst du da nicht Gott und sein Licht für die Schatten in unserer Welt, für die Dunkelheit eigentlich erst verantwortlich? Vielleicht nicht verantwortlich, aber ich glaube, dass die Finsternis, die wir vielleicht manchmal spüren, auch in uns, nicht unbedingt absolute Finsternis ist, sondern einfach das Fehlen von Licht. Ich weiß nicht, was dir dazu einfällt, aber ich glaube, mir fallen eine ganze Menge Dinge ein, die für mich da im Weg des Lichtes stehen und die Schatten werfen. Die Sorge über die Corona-Pandemie, die Sorgen um Menschen, die in unserer Nähe krank sind oder sterbend, die Sorge davor, wie es weitergeht in meinem persönlichen Leben, im Leben hier vor Ort. Für manche bringt das große Ängste mit sich. Und ich glaube, diese Ängste sind schon Dinge, die zwischen uns und dem Licht stehen und die dann Schatten werfen. Ja, und vielleicht werfen tatsächlich wir selber auch manchmal Schatten. Das heißt ja, mache dich auf und werde Licht, werde durchlässig für das Licht. Vielleicht, ja, ist das bei uns selber manchmal zu vermissen. Vielleicht ist das manchmal das Problem, dass wir uns groß aufbauen und dafür für andere das Licht verdecken. Wir verdecken es für uns selbst und wir verdecken es vor anderen. Und das ist das, was Zacharias gemerkt hat, dass die Angst nicht eine Abwesenheit Gottes sein muss, sondern dass Gott mitten in der Angst, in der Sorge und in der Dunkelheit immer schon anwesend ist. Und wenn wir auf Weihnachten zugehen, auch mitten in unser Leben kommt. Deshalb mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Amen. Amen.
Lasst uns jetzt gemeinsam beten. Und dafür können Sie den Stein, wenn Sie haben, und die Kerze jetzt bereitlegen. Wir wollen den Stein symbolisch hinlegen und ablegen für das, was uns belastet, für das, was uns Sorgen macht, für das, was uns traurig macht, für das, was in unserem Leben Dunkelheit bringt. Und wir wollen Kerzen anzünden für unsere Hoffnungen, für unsere Sehnsüchte und Wünsche, die wir zu Gott bringen. Himmlischer Vater, du siehst, was uns Angst macht, was uns bedrückt. Da ist die Pandemie, ja, die uns das Leben verändert und schwer macht. Gott, du siehst unsere Dunkelheiten, dort, wo wir selbst nicht weiter wissen, wo wir traurig sind, auch manchmal ohne Grund. Dort, wo wir Menschen vermissen, die nicht mehr an unserer Seite sind. Auch diese Dunkelheit legen wir vor dich. Gott, du siehst Krankheiten und Einsamkeiten. Du siehst Probleme und Nöte. Wir bringen sie zu dir. Das, was wir jeder in unserem Herzen haben, das dürfen wir in einer Stille dir laut oder leise aussagen und dazu einen Stein ablegen. Gott, du bist das Licht in der Welt. Und weil du bist, dürfen wir Lichter der Hoffnung anzünden. Gott, komm als Licht in diese Welt, in mein Leben, in meine Umgebung. Bringe Freude mit und zeige mir, wo es sich lohnt, Kämpfe zu kämpfen, aber auch, dass du mir zeigst, wo ich keinen Kampf kämpfen muss, wo ich einfach nur durchlässig werden darf für dein Licht, das in diese Welt leuchtet, zu anderen, für andere, mit anderen. Gott, komme du in unsere Gesellschaft mit deinem Licht. Schenk, dass die Menschen aufeinander zugehen, dass sie einander zuhören, dass sie versuchen, einander zu verstehen, dass sie Frieden halten können. Gott, vor dich bringen wir alles, was uns das Leben hell macht, das, was uns freut, das, was wir mit anderen gemeinsam erleben können. Deinen Sohn Jesus Christus, der in unsere Welt kommt. Für alles, was uns froh macht,
dürfen wir eine Kerze anzünden. Wir beten mit den Worten, die er uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin in diese dritte Adventswoche unter dem Segen unseres Herrn. Du Gott, erfülle uns im Advent mit dem Segen des tiefen Schweigens, mit dem Segen des achtsamen Lauschens, mit dem Segen des beglückten Staunens, mit dem Segen der leisen Hoffnung, mit dem Segen der stillen Zuversicht, mit dem Segen des inneren Friedens, mit dem Segen erfüllender Freude. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir wünschen Ihnen einen ganz gesegneten dritten Advent. Kommen Sie behütet und gesegnet durch diese Zeit und bis auf ein Wiedersehen.